Hallo und herzlich willkommen zu meinem heutigen Video. Heute soll es um Achtsamkeit in der Weihnachtszeit gehen. Achtsamkeit ist ein Thema, mit dem ich mich gerade sehr, sehr stark persönlich selber beschäftige, weil ich erkannt habe, wie sinnvoll, wie nützlich sie ist und ich das halt stärker in meinen Alltag integrieren möchte. Und gerade in der Weihnachtszeit finde ich es super, super wichtig, achtsam zu sein. Fangen wir aber am Anfang an, was bedeutet Achtsamkeit eigentlich? Also wir sind ja ständig aktiv, wir sind komplett durchgeplant und unser Brain ist immer irgendwo. Und Achtsamkeit erlaubt uns aber, eine gesunde Balance zu schaffen zwischen diesem Tun und aber auch zu sein. Also Momente halt auch einfach mal zu genießen, einfach hier in dem Moment zu sein und nicht wieder mit unserem Tun oder mit unserem Denken im Morgen oder im Gestern zu sein. Wenn wir wirklich aktiv Achtsamkeit praktizieren, dann steigert das unser Wohlbefinden extrem und wir fokussieren uns einfach bewusst auf den Augenblick. Und dadurch erhöhen wir die Akzeptanz, erhöhen wir Güte, Offenheit, die Neugier, aber auch das Mitgefühl. Also Achtsamkeit ist kurz gefasst im Jetzt-Sein, im Jetzt, bewusst in diesem Moment, mit den Gedanken nicht im Morgen oder im Gestern zu sein. Das ist für mich so die Kurzfassung, was Achtsamkeit eigentlich ist. Was bringt uns Achtsamkeit? Also als erstes, wir können schwierige Emotionen besser aushalten, wir können besser damit umgehen, wir können einen sinnvollen Umgang mit ihnen finden. Ich finde es super wichtig, Emotionen nicht zu verdrängen, sondern sie zuzulassen. Sie sind für irgendetwas da, sie müssen erkannt werden, sie wollen gesehen werden und Achtsamkeit hilft euch dabei. Zweiter Nutzen ist, dass wir negative Gedankenmuster verändern können. Wir sind dann gedanklich weniger in der Vergangenheit und in der Zukunft, machen uns weniger Zukunftssorgen, machen uns weniger Gedanken, was in der Vergangenheit passiert ist, was wir hätten anders machen sollen. Und macht euch bewusst, es sind auch nur Gedanken. Was sollen die mit euch machen? Die haben keinen, also natürlich könnt ihr euch Zukunftssorgen machen, den ganzen Tag, aber es sind halt auch einfach nur Gedanken. Und klar, ihr könnt die ganze Zeit darüber nachdenken, was in der Vergangenheit schiefgelaufen ist. Es sind nur Gedanken und es ist auch einfach passiert. In der Vergangenheit ist es einfach passiert, ihr könnt es nicht mehr ändern. Was in der Zukunft passieren wird, wisst ihr auch jetzt noch nicht. Drittens, ihr werdet gütiger, ihr werdet mitfühlender gegenüber euch selbst, aber auch gegenüber anderen. Und der vierte Nutzen von Achtsamkeit ist größere Entspannung. Und das ist für mich so das Wichtigste. Größere Entspannung, sich selbst akzeptieren und innerer Frieden. Und kommen wir jetzt dazu, Achtsamkeit im Alltag in der Weihnachtszeit auch wirklich zu leben. Wie kann ich das wirklich machen? Versuch mal einen Tag lang wirklich komplett achtsam zu sein. Also du wachst auf, verbindest dich erstmal mit deinem Atem. Also konzentrierst dich nur aufs Ein- und Ausatmen. Wenn schon Gedanken kommen sollten an irgendwelche To-Dos, die du heute erledigen müsst, verbann sie. Lass sie wie Wolken vorbeiziehen und konzentriere dich wieder nur auf deinen Atem. Dann stehst du auf und gehst ins Badezimmer und bist mal ganz achtsam im Badezimmer. Achtsamkeit im Badezimmer, habe ich jetzt meinen Lippenstift verschmiert? Nee. Achtsamkeit im Badezimmer hat bei mir so viel verändert. Also nehmt mal wirklich den Geruch eures Shampoos wahr, das warme Gefühl auf der Haut von dem warmen Wasser. Das ist so toll. Das ist so toll. Seid auch präsent, wenn ihr euer Frühstück macht. Wie oft sind wir dabei, Frühstück zu machen, sind mit unseren Gedanken ganz woanders. Nein, seid mal da. Konzentriert euch mal wirklich darauf. Achtet darauf, ob eure Gedanken vorauseilen und dann verbindet euch wieder mit dem Atem. Wenn das passieren sollte, was oft passieren wird, konzentriert euch wieder aufs Ein- und Ausatmen oder auf eine Sinneswahrnehmung. Also riecht das Shampoo beispielsweise, den Tee, den Kaffee, hört auf die Geräusche, die aktuell zum Beispiel stattfinden. Das bringt uns euch wieder ins Hier und Jetzt. Dann fahrt auch mal ganz bewusst Auto. Also nehmt die Landschaft bewusst wahr. Konzentriert euch nicht darauf, ihr solltet euch so auf Autofahren konzentrieren. Aber nehmt die mal wahr. Fahrt auch einfach mal ein Stückchen langsamer. Rote Ampel könnt ihr super nutzen. Ihr müsst euch darüber nicht aufregen, sondern nutzt ihr einfach für so eine kleine Atemmeditation. Also kurz Augen schließen, wieder auf Ein- und Ausatmen konzentrieren und mal bewusst in diesem Auto zu sitzen. Wenn ihr vor allen Dingen auch abends zum Beispiel mit dem Auto unterwegs seid, ich kann das immer nur wieder von den Kindern sehen. Die sind so
begeistert von den ganzen Lichtern, die jetzt halt einfach auch in der Weihnachtszeit überall zu sehen sind. Dann nehmt das mal wahr, genießt das. Das ist so, so schön, überall die geschmückten Fenster zu sehen. Oder auch die Städte sind ja dann auch so ein bisschen geschmückt. Also jedenfalls hier bei uns im Ländlichen ist das immer super, super schön. Oder wenn da eine große Weihnachtsbaum auch wieder steht mit der Lichterkette. Genießt das mal, nehmt es in euch auf. Achtet halt immer wieder im Verlauf des Tages darauf, wo eure Gedanken sind. Also ob sie bereits beim nächsten Tag sind oder ob sie Dinge aus der Vergangenheit betrachten. Und dann einfach wieder bewusst konzentrieren auf dem Atmen und ins Hier und Jetzt wieder zurückkommen und dich deiner aktuellen Tätigkeit einfach zuwenden, was auch immer das ist. Also da musst du immer wieder drauf achten, bin ich wirklich hier mit meinen Gedanken, bin ich präsent. Auch die Tätigkeiten dann am Abend wirklich ganz bewusst durchführen, mit allen Sinnen wahrnehmen, gerade auch wieder das Bad am Abend zum Beispiel. Und wenn du dann im Bett liegst abends, einfach bei deinem Atem bleiben, bis du einschläfst, und damit verhindert man einfach dieses Gedankenkarussell, weil du konzentrierst dich nur aufs Ein- und Ausatmen. Denkst über nichts nach, nur ein- und ausatmen. Denkst nicht an die Geschenke, die du noch besorgen musst, nur ein- und ausatmen und einschlafen. Und wenn die Gedanken abends aber zu stark sein sollten, wenn zu sehr die To-Dos in deinem Kopf oder was auch immer, dann bleib nicht liegen, weil das bringt es ja nicht, dann steh auf und tu irgendwas und gewinn einfach Abstand zu diesen Gedanken. Fang irgendwas an, vielleicht noch was aufzuräumen von mir aus oder werd kreativ, da zeige ich euch gleich noch was, aber steh wirklich auf, weil das hat dann echt keinen Sinn, wenn du dich nicht beruhigen kannst, indem du dich auf deinen Atem konzentrierst. Was ihr machen könnt, was auch noch super hilfreich ist, so für den Alltag, für Anfänger, ist dieses Buch hier. Das ist der Achtsamkeitsbegleiter, ein Ausmalbuch mit kleinen Übungen für Entspannung und Gelassenheit. Da habt ihr wirklich immer so kleine Sachen zum Ausmalen, mit jeweils einer Übung für mehr Achtsamkeit. Ich lese euch jetzt mal hier vor mit Neugier und viel Geduld. Möchtest du einmal ausprobieren, wie das Malen wohl mit der Hand gehen würde, die du beim Kolorieren normalerweise nicht benutzt? Versuch es einfach und konzentriere dich ganz auf dieses Experiment. Achte darauf, wie viel Geduld und Konzentration es erfordert. Wahrscheinlich empfindest du es als neu und ungewohnt oder sogar als frustrierend. Achte auf alle Emotionen, die in dir aufsteigen, während du die Hand über das Papier führst, nenn sie beim Namen und versuch sie zuzulassen, ohne sie in irgendeiner Weise zu bewerten. Fällt dir daher auf, wie präsent du im Moment bist? Also man hat halt immer wieder so kleine Bilder zum Ausmalen und immer so eine kleine Aufgabe dazu, die einem wirklich hilft, in dem Moment zu sein und ganz bewusst auszumalen. Ich verlinke euch den auch unten in der Infobox. Das finde ich auch super, super schön, wenn man so in dieses Achtsamkeitsthema einfach so ein bisschen einsteigen will und da so ein bisschen Unterstützung haben möchte. Das war mein heutiges Video zum Thema Achtsamkeit in der Weihnachtszeit, wie ihr das umsetzen könnt, was es euch bringt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns morgen wieder. Bis dann, tschüss!